Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute geht es los für viele. Heute ein Thema, wie starte ich mit dem Muskelaufbau? Wie fange ich an als Anfänger? Was mache ich? Welche fünf wichtigsten Tipps brauche ich, damit 2019 das Jahr wird? Das Jahr, mit dem ihr wirklich startet, mit dem Muskelaufbau, mit dem ihr praktisch euren Traum eines muskulöseren Körpers realisieren könnt. Meine fünf wichtigsten Tipps heute. Vielleicht kurz vorher nochmal, denkt an die Whey-Aktion. Das heißt, wenn ihr 3 Whey's bestellt bei mir, kriegt ihr das 4. kostenlos. Läuft nur noch bis Sonntag. Also wer da Bock hat, zuschlagen. Und jetzt fangen wir mal wirklich mit den 5 wichtigsten Tipps an. Und ich fange direkt, ohne groß zu reden, wirklich an mit dem ersten und dem wichtigsten Tipp von allen Tipps ist machen. Einfach tun, bitte. Seid nicht der, ich habe letztens das Kollege-Hörbuch gehört, seid nicht dieser Fridolin, der da recherchiert und der da, und also hört auf, wirklich euch verrückt zu machen mit Theorie. Es gibt im Internet immer mehr Informationen. Es gibt, der eine sagt, oh, und die Studie und die Wiederholungszahl und das und die Methode und das alles. Auch bei meinen Videos sollt ihr nicht zu tief in die Materie erstmal einsteigen, sondern bevor ihr recherchiert, machen, wirklich, am besten, wirklich, wenn ihr jetzt gerade das Video schaut und diesen Entschluss gefasst habt, ins Training zu starten, wirklich Muskeln aufzubauen. Video gleich erstmal zuhören, Video gleich ausmachen, am besten im Fitnessstudio anrufen, bei euch in der Nähe. Meldet euch aber tatsächlich auch in einem Fitnessstudio an, wirklich. Ich komme gleich beim zweiten Punkt dazu, warum das so wichtig ist. Nicht Home Gym, nicht 2 Hanteln kaufen oder so, das könnt ihr super ergänzend machen, aber im Gym anrufen gleich, direkt mal nachfragen, direkt einen Termin machen mit dem Trainer, da komme ich auch gleich zu. Ganz wichtig. Und direkt am besten hingehen, wenn er euch am besten am gleichen Tag noch einen Termin gibt. Hingehen und machen, nicht Theorie, nicht sich verrückt machen, nicht irgendwo lesen, nicht kommentieren, aber er hat keine Ahnung. Nein, machen, 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 machen und anfangen. Am besten heute. Das ist der allerwichtigste Tipp. Glaubt mir, ihr müsst es tun. Der zweite Tipp, und der hat damit direkt zu tun, hat auch mit dem Fitnessstudio zu tun, ist Routine. Ihr müsst eine Routine aufbauen. Fitnessstudio ist für mich zum Beispiel absolute Routine. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Aber für viele, die es eben, oder für alle, die es noch nicht getan haben, ist es noch etwas Neues, etwas, was noch nicht im Alltag angelangt ist, was noch nicht normal ist. Und da muss erstmal Routine reinkommen. Es muss normal werden. Und deswegen auch Fitnessstudio. Deswegen auch am besten direkt sich einen Plan machen. Es muss eine Regelmäßigkeit reinkommen. Es darf nicht so, gehe ich heute ins Gym oder nicht. Nein, ihr habt einen Stundenplan, da steht euer Trainingstag drin und es muss Routine werden. Und wenn ihr die Fitnessstudio-Karte habt, wenn ihr dafür bezahlt, wenn ihr tatsächlich auch Mitglied seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr tatsächlich auch diese Routine mit reinnehmt. Glaubt mir, nach zwei Wochen ist es schon wie eine Art Routine, wie Zähneputzen. Man macht es automatisch. Man geht ins Gym, heute ist Gymtime, ich gehe ins Fitnessstudio und deswegen ist Routine ganz, 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 ganz wichtig, um wirklich erstmal reinzukommen. Am Anfang fühlt es sich komisch an, am Anfang denkt man, will ich oder nicht? Nein, es muss ganz normal werden, die ersten 2 Wochen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, wenn ihr lieber mit Freunden oder so. Nein, es gehört dazu, Punkt aus, Routine, 2. Punkt. Der dritte Tipp, auch einer wirklich der wichtigsten Tipps überhaupt, ist nicht bei Profis schauen, nicht bei Profis gucken, nicht sagen, Arnold Schwarzenegger hat den und den Split gemacht, hat jeden Tag trainiert und hat die und die Übung gemacht. Auch bitte nicht bei mir auf dem Kanal die Profi-Videos anschauen. Ihr könnt sie sehr gerne anschauen, sehr, sehr, sehr gerne und für später euch Motivation rausholen. Aber was möchte ich damit sagen? Nicht Isolationsübungen für die Spitze vom Bizeps und keine Drag Curls, keine Special-Übungen, keine hier und da und nein, Grundübungen, absolute Grundübungen. Ich möchte, dass ihr zu dem Trainer, deswegen meine ich auch im Fitnessstudio, ich möchte, dass ihr zu dem Trainer geht und ihm direkt von vornherein sagt, ich möchte einen Ganzkörperplan, einen Grundübungen-Ganzkörperplan mit den wichtigsten Grundübungen. Und diesen Plan macht ihr in der ersten Zeit 3-mal die Woche. Punkt. Ihr dürft nicht irgendwie denken, dass ihr irgendwelche Isolationsübungen braucht am Anfang, irgendwelche Geschichten, ja und damit. Nein, am Anfang wird ein Ganzkörper-Grundübungsplan bei euch am besten funktionieren. Ihr braucht die Grundübungen, die mehrgelenkigen Übungen. Ihr braucht eine Drückübung für die Brust, Bankdrücken, Bankdrückmaschine. Schaut, welche er euch da empfiehlt, welche für euch am besten ist. Ihr braucht eine Zugbewegung, am besten eine Ruderbewegung oder auch Klimmzugbewegung, eine Zugübung von oben. Ihr
braucht eine Kniebeugebewegung, ihr könnt mit einer Beinpresse starten, ihr könnt aber auch direkt euch an die Kniebeugen rantrauen und ihr braucht eine Überkopfdrückbewegung und das reicht erstmal aus. Und bei Grundübungen solltet ihr erstmal bleiben. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr dann nicht ausreichend den Bizeps trefft oder nicht ausreichend die und die und die Fasern und so weiter. Keine obere Brust. Obere Brust ist erstmal tabu, sondern insgesamt Brust. Keine Specials. Nein, Grundübungen reichen am Anfang völlig aus und mit allem anderen würdet ihr wirklich nicht die Erfolge erzielen wie mit einem Ganzkörperplan. Grundübungen dreimal die Woche. Das hat genau auch mit dem vierten Punkt zu tun, mit dem vierten Tipp, den ich euch geben kann, ist eben nicht zu viel zu machen. Ich sage absichtlich dreimal die Woche. Am Anfang, ich kenne es auch, hat man absolut Lust. Man hat erstmal Blut geleckt, das macht Spaß und man will jeden Tag zum Training gehen und will auch wirklich häufig gehen und jeden Tag und am besten und ich habe ja jetzt die Karte und so weiter. Nein, nicht zu viel machen. Der Körper braucht auch bei euch Regeneration. Ihr habt einen Ganzkörperplan, das heißt, ihr trainiert die Muskelgruppe in jedem Workout. Das heißt, ihr trainiert in jedem Workout Brust, ihr trainiert in jedem Workout den Rücken und so weiter. Und auch der braucht etwas Regeneration. Und auch ihr, wenn ihr, und das ist auch ganz wichtig, ihr geht nicht bis ans absolute Muskelversagen. Ihr kennt die Intensität nicht. Trotzdem braucht ihr da auch in gewisser Weise etwas Ruhe. Und da ist dreimal die Woche absolut ausreichend und mehr solltet ihr nicht trainieren gehen. Am besten tatsächlich auch Training, Pause, Training. Training, Pause, Pause von mir aus. Dann vielleicht auch dann wieder Training. Aber macht einen Tag Pause dazwischen und macht nicht zu viel. Nicht zu viele Übungen. Eine pro Muskelgruppe reicht völlig aus. Nicht zu lange das Training und einfach nicht zu viel machen. Glaubt mir, man will am Anfang zu viel und damit macht man sich das Ganze, den ganzen Fortschritt dann kaputt. Der fünfte Tipp, der hat auch damit wieder zu tun, ist Progression. Versucht in jedem Training etwas besser zu werden. Ihr werdet sehen, als Anfänger habt ihr einen Riesenvorteil. Fast alles, wenn ihr es richtig macht, fast alles hat wirklich direkte Auswirkungen. Es geht unglaublich schnell am Anfang und das solltet ihr notieren, damit ihr das nicht überseht, damit ihr einfach nicht überseht, dass ihr tatsächlich Fortschritte macht. Das heißt, zum einen Progression einbauen, also jedes Mal etwas besser werden. Nicht der Trainer hat mir aufgeschrieben, 10 mal 20 Kilo. Nein, versucht wirklich mal, besser bedeutet, entweder mal eine Wiederholung mehr rauszuziehen oder das Gewicht etwas zu steigern oder mal insgesamt die Bewegung etwas sauberer. Ihr werdet zum Beispiel auch lernen, dass ihr die Bewegung immer, immer sauberer lernt. Ihr werdet immer die Ausführung immer besser können. Das heißt, versucht jedes Mal etwas besser zu werden. Und wie merkt ihr das? Indem ihr euch es aufschreibt. Schreibt euch als Anfänger bitte auf, ich habe beim Bankdrücken oder auf der Maschine 9,5 Wiederholungen mit dem und dem Gewicht gemacht. Dann versucht ihr beim nächsten Mal schon 10 Mal mit dem Gewicht das Ganze zu machen. Beim nächsten Mal könnt ihr dann etwas das Gewicht steigern. Ihr müsst von Workout zu Workout etwas besser werden und wie gesagt aufschreiben und Maße nehmen. Ihr müsst wirklich messbar eure Ergebnisse machen, damit es euch motiviert. Ihr werdet sehen, wie schnell ihr am Anfang tatsächlich etwas Umfang dazu gewinnt. In der Brust, im Bizeps, im Armbereich und so weiter. Ihr macht sehr, sehr schnelle Fortschritte. Die sind aber kumuliert. Das heißt, die bauen sich langsam auf. Von Mal zu Mal merkt ihr nichts. Aber bereits nach 2 Wochen merkt ihr was, wenn ihr es aufgeschrieben habt. Ihr seht jeden Tag in den Spiegel und da verändert sich von Mal zu Mal nicht viel. Aber in 2 Wochen verändert sich einiges. Maße nehmen, aufschreiben, schauen, wie viel ihr bereits nach ein paar Wochen mehr drückt auf der Bank oder mehr über Kopf drücken könnt oder mehr ziehen könnt. Das motiviert unglaublich und macht eure Ergebnisse absolut messbar. Und deswegen solltet ihr das unbedingt aufschreiben und eben der fünfte Tipp, auch einer der wichtigsten, ist wirklich Progression. Das Denken, das vergessen einfach die meisten Anfänger, weil sie auf dem Plan stehen haben, 10 mal 20 Kilo und wenn sie nach 3 Wochen immer noch 10 mal 20 Kilo und das fühlt sich einfach super leicht an, dann wird das Ganze oder dann verhindert ihr den Erfolg, den ihr haben könntet. So, und das sind die 5 Tipps und das sind auch alle 5 Tipps, die ich euch am Anfang geben kann. Viele werden jetzt fragen, ja, aber was soll ich essen, was soll ich da und wie soll ich trainieren, welchen? Nein, Essen ist wirklich erstmal nebensächlich. Ihr sollt gut essen, ihr sollt ausgewogen essen. Das heißt, gut viel Eiweiß essen und da solltet ihr euch wirklich an die ganzen normalen, an Fleisch, an Fisch, für Veganer, an Hülsenfrüchte und so weiter halten. Gute Kohlenhydrate, nicht irgendwie versuchen, direkt irgendwelche Kohlenhydrate mehr zu weniger. Nein, esst ganz normal, esst euch satt. Gute Fette solltet ihr da mit drin haben, viel Gemüse und so weiter. Das Klassische, wenn ihr zum Beispiel noch bei den Eltern wohnt oder ähnliches, Mama weiß schon, was sie kocht. Deswegen macht euch da nicht zu viele Gedanken. Esst einfach ausreichend. Der Körper ist am Anfang so, dass er euch dafür belohnen wird, dass ihr startet.
Nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, wie ihr trainiert und so weiter. Saubere Technik erlernen bei den Grundübungen, machen und dann klappt das. Und dann könnt ihr in ein paar Wochen auch ein bisschen feiner das Ganze, dann könnt ihr euch die Videos anschauen. Aber fangt an, geht ins Gym, lasst bitte nicht die Zeit irgendwie verrennen und bleibt unbedingt dran. Das ist das Allerwichtigste. Ich möchte nicht, dass hier jemand drunter schreibt, ja, aber, oder in 2-3 Wochen mir sagt, ja, aber ich habe mich schon wieder abgemeldet. Nein, bleibt dran. Routine, glaubt mir, es funktioniert. Und Erfolge werdet ihr besonders am Anfang machen, wenn ihr an diese Tipps denkt. Deswegen. Im Gym anmelden, den Channel unbedingt abonnieren, drunter kommentieren, Fragen stellen, Daumen nach oben geben, Glocke aktivieren, denkt an das Whey-Angebot, die besten Supplements, Body Happy Nutrition, die besten Klamotten, Be Happy Wear und schaut auf Facebook und Instagram vorbei. Bis dahin, euer Simon.